Und ja, das ist das Einzige, was wir brauchen. Genau, okay. Dann Fahrt beginnen. Wir haben wieder unseren Bus. Wir fahren mal in der Dämmerung. Und ich mache mal diese Fahrkarten aus. Ne? So, wir machen wieder eine Rundfahrt raus. Ja, okay. Und dann fahren wir los. So machen wir das. Oh nein. Es wird ja wieder eine Kurve, weißt du? So. Ich glaube, haben wir alles, ne? L. Ich meinte doch, einer fehlte noch, aber ich war mir nicht sicher. Naja, spätestens die Fahrgäste hätten mich ja dran erinnert. Nächster Halt, Astra Promenade. Mhm. Brauche ich ja nicht, ich weiß ja, wer einsteigt. So, ich rauche noch schnell eine, ne? Gehen Sie schon mal rein in den Bus. Weiß ich nicht. Weiß ja nicht, wo du hin willst. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ach, Mouncy heißt die. Ich kam nicht auf den Namen. Hier. Hab ich's. Was? Ach so. Hier. Ich sag ja, wir sollten das mal mit dem kurzen Trinken versuchen. Pro Mouncy muss jeder einen Schnaps trinken. Dann mache ich nur eine ganz kleine Strecke und dann geht das. Und das hat sich ja jetzt gelohnt, wa? Darf ich jetzt auch mal fahren? Danke. Nächster Halt, Ostspeiche. So. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Das ist aber noch ein bisschen hin, ne? Einmal hier drüber scheppern. Nächster Halt, Ostspeiche. So. Absolut pünktlich. Danke. Ja, das hat sich ja gelohnt, wenn ihr alle aussteigt, wa? Tschüss. Oh, einer bleibt drin. Das ist aber mutig. Die Kasse ist, wenn ich so früh aufstehen muss. Ich sitze im Rollstuhl. Brauche Hilfe beim Einsteigen. Es ist nicht meine Uhrzeit. So. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Alles klar. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Jetzt ist mir nicht so, als wenn ich getrunken hätte, aber... Eins. Zwei, drei, viermal dieselbe Hackfresse. Und der auch nur andere Haare, oder? Fünfmal dieselbe Hackfresse. So, das sollten wir aber dann machen, wenn ich nicht im Büro bin, sondern zu Hause. Ja, das glaube ich auch, Schwupsel. Also wenn du das im Büro machst, dann könnte aber der nächste Punkt die Kündigung sein. Wenn du da völlig besoffen, ne, dann deinen Chef da mal gerade stößt, indem du sagst, Chef, ich hasse CEU. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich hätte ja auch laufen lassen, weißt du? War jetzt nicht der schlechteste Sound. Ohne Rampe kann ich nicht runterfahren. Ja, aber wir sind ja auch noch nicht eingetroffen. Na klar. Hier ist die Fahrkarte.
Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Lebt ihr beiden zusammen? Oh, bitte. Ah, hier. Was? Ah, ach so. Hier. Ja, gut. Alles klar. So, Rampe ist drin, dann können wir ja mal fahren. Wir sind ja nur eine Minute zu spät hier. Nächster Halt, Wachowski Industries. So, weg da, Fussel kommt. Ich meine, dieses Wachowski Industries bietet sich ja an, ne? Als zentrale Haltestelle für den oberen Bereich. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Oh nee, tut mir leid. Ich muss Samstag arbeiten. Ich hätte jetzt voll Bock auf einen Kaffee, das ist viel schlimmer. So. Und keiner da, der mir einen Kaffee machen kann. Schlimm, oder? Wäre doch toll, wenn ich jetzt rufen könnte, Schatz, machst du mir einen Kaffee? Das wäre doch was. Naja, fahren wir ein bisschen Autobahn, geht auch. Ne? Ja, ist ja wenig los hier. Aber, naja, wenigstens vom Licht her geht's, ne? Das Klingeln vorhin war bestimmt der Postbote. Der will mir wieder irgendwelche Mahnungen oder so geben. Ekelhaft. Dabei habe ich ihm gesagt, die will ich nicht. Die soll er behalten. Steht nur Scheiße drin. Sowas wie zahlen sie. Ekelhaft. Ich meine, das Aufräumen der Strecken, das wird interessant. Haben wir noch viel Content oder sind wir bald durch? Weil ich meine, wenn Sonnenstein kommt, da kann ja eigentlich so viel nicht mehr kommen, ne? So, wir haben noch 5 Minuten, das sollten wir schaffen. Das ist sozusagen Expresslinie, die kostet extra übrigens. Das müsste man auch einstellen können. Dann macht man eine Expresslinie und die kostet öfters. So, keine Ahnung, ich bin nicht so weit wie du. Na, ich marschiere hier ganz schön, also eigentlich fahre ich ja, ich marschiere ja gar nicht, aber... Ich gehe schon ganz schön schneidig hier schnell durch, wa? Aber da sieht man mal, was für Spiele mir liegen und welche eher weniger. Hier muss ich keinen abballern, das kann ich. Hier kann ich nur Leute überfahren. Weil ich finde, sie sollten noch so eine blutige Animation einführen. Muss ich hier eigentlich blinken? Wohl nicht. So. Dann kommen wir jetzt nach Wachowski Industries. Ah, wir wissen also, da steht schon mal ein Auto, wenn wir zurückkommen. Nein, nicht spoilern. Ob ich die alle hinkriege? Oh, tut mir leid, ich... Na klar. Mhm. Na klar, hier, bitte. Oh, tut mir leid, ich... Hier.
Schlimm, 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 wie wir sie wieder erwischt haben, weißt du. Aber wir sind 3 Minuten zu früh. Habt ihr was dagegen, wenn wir pünktlich ankommen? Nächster Halt, Flughafen. So, da ist noch kein Blinklicht. Dann können wir ja drüber reisen. Komm, bevor der Zug kommt und uns wegmatscht hier. Nein. Mm-mm. Was ist denn heute los? Spiel. Hallo. Komm, Computer. Ich habe dich wegen des Streams extra neu gestartet. Oh. Ihr merkt es, da gibt es Probleme mit der Technik. Was ist los? Wir werden gerade von einem LKW überholt. Ich drücke noch nicht mal mehr aufs Gas. Ich mache gerade nichts. Jetzt muss ich wieder ein bisschen Gas geben. Was war das jetzt? Verwirrend, verwirrend. Aber ich reg mich nicht auf. Nein. Ganz entspannt, siehst du, ist passiert so gut wie nichts. Ist überhaupt nicht störend. Nein. Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo? War doch vorhin nicht. Kann also nicht an der Strecke liegen. Und auch nicht am Bus. Macht Windows gerade ein Update? So Zwangsupdate oder so? Frei nach der Devise, du hast nicht zu entscheiden, wann Updates laufen. Ja, sorry, ich kann da so... Ja, habe ich auch so das Gefühl, aber warum sollte er da... Aber ihr kriegt das auch mit, ne? Was ist das? Ich meine, wir hatten das, glaube ich, schon mal, aber nicht so extrem, oder? Immerhin keinen Unfall gebaut, weil das Spiel denkt ja, ich wäre zu blöd zum Steuern, ne? Vielleicht schaffen wir es ja noch anzukommen, halbwegs. Warte mal. Wir gehen da mal eben in die Pause und also ich hasse die Wartepausen in Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Disco Club, ich grüße dich. Hi. Wir haben gerade ein bisschen technische Probleme, weil das Spiel ruckelt und hackelt. Ich habe wahrscheinlich einen Bus zu viel eingesetzt. Hey, ich kann da nichts für, ich kann da nichts für. Alter, ist unspielbar gerade. Guckt euch das mal an. Gestern war's super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht im... Alles gut, kenne ich. Hat das bei dir auch? Glückspilz, ich musste gestern arbeiten. Absolut pünktlich, danke. Ja, genau. Warte mal, ich guck mal eben. Steuerung Alt entfernen. So, da. Guck mal eben, ob bei mir am Rechner irgendwas gerade nicht stimmt. Ja, zwischendurch hat das Spiel das mal, ne? Wir haben aktuell... ...75% CPU-Auslastung. 27% Arbeitsspeicherauslastung. Also an meinem Rechner kann es eigentlich nicht liegen. Antivirus verbraucht gerade irgendwas? Ein Broker-Dienst? Ich broke doch gar nicht. Google Chrome ein bisschen?
Aber alles im 0-Komma-Bereich, also nichts, was den Rechner jetzt in irgendeiner Form. Ne, da ist nichts. Vielleicht doch am Spiel. Ja, wenn du das auch hast, dann ist es wahrscheinlich eher das Spiel. Das sehe ich auch so. Also mein Rechner ist es nicht. Der macht seinen Job. Zur Abwechslung auch mal gut. So. Wer steigt denn ein? Dame in Braun, Herr in Weiß und da hinten einer und da einer. Komm, die können wir doch kontrollieren. Dame in Braun. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Du warst schon da? Nee, auch nicht. Was? Ach so, hier. Jetzt hat sich da einer hingesetzt. Wollen Sie die denn noch sehen? Wo hab ich denn... Und dann war doch hier noch einer. Ja gut, dann Pummelrunde. Na, quälst du wieder Passagiere? Ja, ein bisschen, ne? Mit meinem Fahrstil und mit meinen guten Witzen. Ich habe auch Schlager versucht zu singen, aber da wurde ich von Schwupsel gleich ausgebremst. Die sagte, sofort aufhören oder ich komme vorbei und schmier dir ein. Dabei hatte ich so eine schöne Nummer von Ganz in Weiß, von Roy Black. Ah, Entschuldigung, ja, ist doch jetzt gut, verdammte Kacke. Spiel macht Kacke und ich bin wieder schuld, weißt du? War nämlich vorhin die ganze Zeit ruckelig hier. Mann. Aber ist mir egal, die Strecke wird wieder gelöscht. Die ist nämlich schön langweilig. Aber jetzt einfach den umfahren. Schön, sagt er. Ja, ich wollte nicht das andere Wort mit Sch sagen. Schweineblut. Blinker korrekt gesetzt. Na also, dann kann ich ja den Bordstein auch mal, ne? Auslassen. So. Wo sind wir denn gerade? 4 Zuschauer nur? Was ist denn los? Habe ich sie alle vergrault? Wo ist die Statistik kaputt? Jetzt sind es wieder 6. Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Ist mein Stream wieder eine Drehtür? Warum liegt denn das Schild da? Ich war das nicht. Ich schwöre. War vielleicht der Schlager, ja, aber ich habe ja nicht gesungen. Ich habe ja nur gesagt, dass ich es nicht mehr darf, weil Schwupsel gesagt hat, dann schmiert sie mir ein. Wenn ich weiter Roy Black singe. Oder Schlager generell. Schwupsel hat nämlich was gegen Schlager. Und dann habe ich gerade schlechte Witze erzählt. Schnell, bevor der Zug kommt. So, das Schöne ist, wir wissen ja, was uns erwartet, weil auf dem Hinweg stand da ja schon ein Auto und das ist auch nicht weggefahren bis jetzt. So, wer steigt denn bitte alles aus? Ciao. Tschüss. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Ja, das liegt aber nur an dem schlechten Gras, was du rauchst. Da. Hier, bitte. Hier. Puzzle übt nur an der Verbreitung seiner Entertainment-Repertoires. Na klar. Hier. Eine Verbreiterung. Was? Na klar. Ja, ja. Let me entertain you, weißt du? Let me entertain you. Nächster Halt, Westspeicher. Wer das übrigens glaubt, ich singe übrigens absichtlich schief, ne? Wie war das noch gleich? Croix, Grover, Grunder. Gené. Ach, stimmt. Es war Gruyère. So.
Deinem Gesang fehlt nur ein bisschen Leidenschaft. Das könnte sein. Denn die Leidenschaft ist eine Schafft die Leidenschaft. So.